Guten Tag, meine Leute, willkommen zu. Capcom! Willkommen zu einem neuen Spiel! Und it has been 6 months since the destruction of Sigma. And little has changed. The Maverick Revolt started by Sigma is over, but Mega Man X and the new generation of Maverick Hunters have yet to destroy all of Sigma's followers! Der Twitter? Wer weiß. Led by information gained by Dr. Kane, Mega Man X and the rest of the Hunters have tracked the last of the Mavericks to an abandoned Reploid factory. Na cool. There they hope to wipe out the last of the Resistance. Dann hoffen wir mal. Little do they suspect that Re-War is about to begin. Ach, in 100 Jahren oder so gibt's erst richtigen Krieg, Bitches. Das gibt, das wird... Oh, Mode 7! Wow! Mega Man X 2. Versus X-Hunters. Mega Man X. Number 2. Willkommen zu Mega Man X2. Jetzt geht's richtig los mit der X-Reihe oder so, I guess, I don't know. Demo, hör auf zu spielen. So. Game Start! Okay. Let's start the game. Okay, wir fahren hier auf einem Bike rein und haben einen Mitgefährten. Und nein, nein, Queen Biker, du, nein! Er ist gestorben. Nun, ich werde ihn immer in Erinnerung halten. Aber okay. Ready! Mega Man X2. Wir fangen an mit dem Dash sofort. Das heißt, kein Dash-Upgrade, was wir holen müssen, weil. Speed ist gleich am Anfang dabei. Perfekt für den, also so muss das sein, dass man einfach direkt den Speed hat. Yeah. Okay. Das wird natürlich ein Perfect Run Let's Play, weil so role ich hier. Nun, Let's Play vorbei. Nee. Okay. Das Viech wird jetzt hochgehen und uns crushen wollen, aber nicht mit mir, weil I don't get crushed. Hier werden anscheinend große Mechanoiden gebaut, was sehr lustig ist. Hi there. Aber er ist Nitro Stage Boss, also, sagen wir es mal so. No, he is not a threat at all, because he is dead already. Yeah. Intro Stage Boss, why you be so easy? Boo! Haha. This is their leader. His name is Mega Man X. Those who underestimated him are now nothing but scrap. We won't make the same mistake. He is powerful, but he is blind to what is happening around him. Our Mavericks will keep him busy until we are ready. Yes, how is the plan proceeding? Collection is proceeding as scheduled. However, we are having problems with the control chip. We have little time. We must finish construction on schedule. We must hurry. Und das war's seltsam. Okay, hier haben wir unsere 8 Mavericks und. Ich muss mit ihm anfangen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir fangen mit Wire Sponge an. Der eher ausschaut wie eine Gurke, aber okay. What do I know? Warum fange ich mit Wire Sponge an? Nun, erstens ist er einfach der Maverick und zweitens. Da war ein Hardtank. Yeah, das. I don't know. Okay, was ist das Gimmick mit dieser Stage? Diese Orbs, mit denen das Wetter geändert werden kann. Wenn man Spezialwaffen hätte, könnte man das Wetter ändern. Mit der Feuerwaffe könnte man es immer so heiß werden lassen. Mit einer Wasserwaffe könnten wir es
immer regnen lassen und mit einer anderen Waffe könnten wir es neblig machen, was man nur durch die Waffe bekommt. Aber ich gehe einfach so durch die Stage durch. Okay. In dieser Stage gibt es nicht nur einen Hardtank, sondern auch einen Subtank und ein extra Leben, was ich mir einfach hole, weil warum nicht? Und der Subtank ist hier. Ja. Das ist unser neuer Menüscreen. Ziemlich nice, ziemlich nice. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen, außer Let's play Mega Man X! Komm mal, okay. Whatever. So. Diese Frösche sind auch sehr lustig, weil mit manchen Waffen kann man die, ich glaube, zum Selbstmord bringen. Oder bin ich gerade dumm? Ich glaube, ich bin gerade dumm. Aber whatever. So. Manche Gegner agieren auch anders, je nachdem welches Wetter gerade ist und ja, da muss man sich ein bisschen darauf einstellen. Zum Beispiel die Gegner, die aus dem Boden rauskommen, nicht die anderen. Die Solargegner, die kommen nur raus, wenn es sonnig ist. Aber das war's mit der Section und wir sind gleich beim Boss. Yeah. Nee. Okay. Wie wär's, wenn du mir den Weg frei machst oder stirbst, ne? Danke sehr. Okay. And now we are at the boss. Wire Sponge hat ein paar Moves drauf. Zum Beispiel benutzt er seine Wire als Schild und als Peitsche, I guess? Ja. Ziemlich seltsam. Er kann sich an die Wand ranziehen oder an die Decke. Wenn er sich an die Decke hebt, schießt er Ranken raus, die dann dort sind und abhängen und L. Aber die kann man mit einem Charge-Shot einfach, sogar mit einem Halb-Charge-Shot einfach zerstören. Und ich sacke gerade ein bisschen. Naja. Trotzdem ist der nicht zu schlimm. Also wirklich eine perfekte Pick für First. Vor allem, weil ein Hardtank und ein Subtank in der Stage sind. Also, ja. Yeah. Na komm schon. Gleich bist du da auch. Was neu ist, jeder Maverick hat jetzt eine Desperation Attack, wenn man eine gewisse Anzahl der HP entfernt. Bei ihm ist es, er wird angry, schießt ein paar Blitze. Wenn man nah genug an ihm dran ist, wird man nicht gehittet. Ja. Yeah. So, mein Freund. Du. Ach komm schon wieder. Ah, von mir aus. Nice. Boom! Und das ist etwas, was ich nicht mag. Die Explosionen dauern ewig! Ja. Und die sind blau? Ich weiß nicht, warum. Warum sind die blau? In X1 waren die rot und cool, aber hier sind die blau? I don't know. Von Wire Sponge kriegen wir Strike Chain. Damit können wir uns an Wände anheften und näher ranziehen und Items an uns ranziehen. Ja. Yeah. Okay, als nächstes geht's zu Wheel Gator. Und wir sind auf einem gigantischen Dinosaurier-Panzer, was sehr interessant ist. I gotta say, that's really cool. Aber die Stage ist nicht die coolste, weil die shakt sich die ganze Zeit und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber mir wird schlecht davon. Ich weiß nicht, das ist ekelhaft. Okay, mal schauen, ob ich den Skip hinkrieg. First try! Wagaman X, enter the capsule. This enhancement will modify your X-Buster. With it, you will be able to charge energy in both arms at once. This enables you to shoot a double shot or to charge any weapon. Okay, ja, cool, Armpart hier, aber
dieser Trick, den ich gerade gemacht habe mit der Strike Chain, das ist Frame Perfect Host. Alter. Ange wird mich umbringen, wenn sie das sieht. Aber ja, Armpart sollten wir eigentlich nicht so früh haben. Aber ja, wir können jetzt diesen geilen Double Shot machen und der wreckt shit. Yeah. Ist cool. Und ja. Jetzt sind wir OP. Das ist cool. Aber noch OP'er ist die Riot Armor. Ach, schön, dass die wieder da ist. So, dann wrecken wir mal ein bisschen shit mit dem Teil. Destroy. Geh kaputt. So. Da oben ist ein Hardtank, aber da können wir, soweit ich weiß, nicht mit irgendeinem Sequence Break hin. Leider, leider. Ich bin immer noch überrascht, dass ich das auf dem First Try hingekriegt habe. Heilige Scheiße. Alter. Ah. Bin gerade einfach blown away von meiner Performance. Das ist... Wow. Das ist einfach... Dang, Alter. Kannst nicht glauben. Okay, diese Diskus-Gegner nerven gerade ein bisschen, aber nicht so schlimm. Oder doch. How about you just die? Danke. Oh, okay. Waffen AG, Weapon Balancer haben wir natürlich noch immer rein installiert, was sehr, sehr toll ist. Okay. Just destroy that piece. Oh shit. Komm schon. Danke. Okay, so viele Gegner. So. Da ist noch ein Lebensenergie. Yes. Oh yeah. Gut. Das schon. Das ist Baller as hell. Okay, Wheel Gator ist ein. Ich hasse den Kampf. Der Kampf ist ekelhaft. Er versteckt sich erstmal eine lange, lange Zeit einfach in diesem Öl oder was auch immer das ist. Und es gibt einen Trick, dass man ihn öfter mit Strike Chain hitten kann als einmal, aber ich kann den nicht gut. Ja. Yeah. Und dann macht er den Scheiß vielleicht auch noch, was sehr lustig ist. Ja, ich mag Wheel Gator nicht wirklich. Nein, das war ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ja, okay, schieß halt zweimal. Okay, habe ich wieder nicht gekriegt, den Trick. Ist schwer, der Trick, dass man ihn, Gott, damit spring doch. Ah, mein Controller stirbt auch schon langsam. Ja, es ist ein Frame, nicht Frame perfekt, aber ziemlich exakter Trick, dass, wie man den hitten muss. Aber deswegen charte ich die Strike Chain auf, dass ich mehr Schaden mache und nicht so lange mich mit dem, rumkämpfen muss, weil, ugh. Mag den nicht. So überhaupt nicht. Wieder nicht. Wenn ich doch nur ein Tast wäre. So. Nope, schon wieder nicht. Ich hasse das. Okay. Nein, komm schon, das. Ja, danke. Wenigstens einmal. Einmal wollte ich es hart schaffen. Okay. Er explodiert. Viel zu lange. Okay. Yeah. Von Wheel Gator bekommen wir... Spin Wheel! Ich wollte gerade Spinning Wheel sagen, aber nein. Spin Wheel! Besser als Moving Wheel. I see now why Sigma fell at the hands of Mega Man X. He is quite formidable. I am not sure our Mavericks can hold him long enough. We may have to intervene.
Dr. Kane, what happened? A group of Mavericks calling themselves the X-Hunters have just contacted us. Greetings. We have all of Zero's parts. They can be yours if you can defeat us. We look forward to meeting you, X. X, Zero's control chip is still stored here. I doubt it is possible to resurrect him without it. Dr. Kane, I've got to get Zero's parts back! At any cost! Was es damit auf sich hat, erfahren wir im nächsten Part, weil hier beende ich diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part! Bis dahin! Auf Wiedersehen!